Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute machen wir Anisbrötchen / Springerle. Dazu habe ich euch ein traditionelles Rezept mitgebracht. Das Springerle-Rezept ist eigentlich klassisch Puderzucker, Mehl und Eier. Hälfte der Menge ist Eier, gleiche Menge Puderzucker und Mehl. Ich finde das immer sehr, sehr einfach. Ich habe ein Rezept von meinem Großvater noch, wo wir noch Anis reingeben, in der Schweiz Anis genannt, plus zusätzlich noch Hirschhornsalz. Das ist ein Triebmittel wie Natron, Potash oder Backpulver. Das hilft dann, dass die leichte Füßlein bekommen und etwas Kirschwasser. Anis, ich weiß, entweder liebt man es oder man hasst es. Ich habe sie im Rezept dabei, sonst einfach weglassen. Hier habe ich 5 Gramm ganzen Anis. Den werde ich mir jetzt einmal im Kochtopf kurz etwas anrösten. Habe ich hier schon vorgeheizt. Kann man natürlich auch im Ofen machen. Leicht anrösten hier. Parallel dazu schlage ich mir 2 Eier in eine Schüssel rein. Ein Ei ist in etwa 50 Gramm, also 100 Gramm Ei. Und 200 Gramm Puderzucker. Weil es ein traditionelles Rezept ist, verzichte ich auf Hello Sweet, die würde aber da natürlich auch gehen. Und dann schlage ich mir das Ganze für 5 bis 10 Minuten schön auf. Bei mir hat es jetzt 10 Minuten gedauert, dann ist diese Masse so schön cremig, leicht gelblich aufgeschlagen. Wunderbar. Ich könnte jetzt hier die weiteren Zutaten beigeben, dann müsste ich aber den Schneebesen wechseln mit dem K-Haken beispielsweise, weil sonst verklebt hier alles. Ich mische jetzt alles auf dem Tisch. Ich habe hier 220 Gramm Weißmehl. Mache mir hier so eine kleine Mulde. Dann nehme ich mir die Creme, die ich aufgeschlagen habe, gebe die schön in die Mitte rein. Hier habe ich 0,5 Gramm Hirschhornsalz oder einfach eine Messerspitze und 5 Gramm Kirschwasser. Löse ich mir hier zusammen auf. Falls du kein Hirschhornsalz findest und auch auf den Kirsch verzichten willst, einfach weglassen. Dann hier beigeben. Unser gerösteter Anis auch gleich mit dazu und dann alles schön durchmischen. Es gibt jetzt so einen schönen, geschmeidigen Teig, der ist aber noch zu weich für direkt zum Verarbeiten. Darum kommt er noch für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Wunderschöne Farbe, nimmt alles schön zusammen. Jetzt brauche ich hier mein Teigtuch. Schlage mir den Teig ein, etwas flach drücken, dann kühlt er schneller durch und ab in den Kühlschrank damit. Der Teig ist durchgekühlt, nehme ich mir zum Kühlschrank raus, Mehl auf den Tisch, Teig hinlegen und beginnen auszurollen. Auf etwa 8 mm bis 1 cm auswählen, das geht wunderbar. Und so leicht glatt streichen oben. Nächster Schritt sind diese Springerle-Formen. Früher waren die aus Holz, heute eher aus Kunstharz, denn Holzschnitzereien kann man wirklich fast nicht mehr bezahlen. Da gibt es unterschiedliche Muster. Ich habe hier zwar nicht typisch Springerle, Anis, aber da ich von Bern komme, muss ich natürlich den Berner Bär auch machen. Ist eher dafür gedacht für die Haselnusslebkuchen, habe ich auch schon ein Rezept hier auf YouTube. Jetzt nehme ich diese Formen, lege sie auf den Tisch und stäube ganz fein darüber. Und man stäubt eigentlich hier zwischen diesen 2 Fingern durch mit etwas Schwung. So grob darüber stäuben. Das Ganze beim Teig auch. Dann nehme ich diese Form, drehe sie um, drücke sie kräftig in den Teig rein, hebe sie ab und dann ist das Muster im Teig. Dann nehme ich einen Ausstecher und steche das Ganze einfach noch aus.
Und dann nach Lust und Laune die Formen nehmen, die dir gefallen, runterdrücken, wegziehen und ausstechen. Wichtig ist, die Form jedes Mal wieder auszustauben, denn wenn du hier drückst, klebt dir das Ganze innen drin, du hast Teig in der Form, es klebt dir und verreißt dir. Das wollen wir nicht, darum die Form immer wieder so leicht ausstauben. Es gibt auch andere Methoden, aber mit Mehl finde ich es am einfachsten. Runterdrücken, abziehen und das Muster ist wunderbar erkennbar. Teilweise wird der Teig sogar noch etwas fester gemacht. Ich finde aber, so reicht es völlig aus. Und wenn du kein Triebmittel drin hast, dann bleibt die Form exakt, wie du sie haben willst. Aber zum Essen finde ich es mit Triebmittel noch etwas besser. Darum ist das hier drin. Dann den Teig einfach nochmal zusammennehmen und nochmal auswallen. Jetzt gibt es manchmal solche, die sind im Verbund. Da sind mehrere drauf, auch genau gleich. Schön runterpressen, abziehen und jetzt werden die quasi rausgeschnitten. Und so sehen die dann aus. Der Bär wunderschön zu erkennen. Wenn es mal kleben sollte, einfach mit einem Spachtel unten rein und absetzen. Freunde, die Springerle Annies Brötchen sind fertig. Jetzt ein wichtiger Schritt. Die müssen jetzt noch etwa 24 Stunden abstehen, damit die schön trocken werden. Das ist fast das Wichtigste, wenn du die zu früh backst, dann reißt es dir oben einfach über die schöne Struktur, über das Muster, das wir jetzt erarbeitet haben. Darum stehen lassen, vielleicht auch Fenster aufmachen, dass es ein bisschen Durchzug gibt. Nicht in der Feuchtigkeit stehen lassen, die müssen schön abtrocknen. Ich werde die dann noch ein bisschen sortieren, nicht dass die Kleinen in der Mitte sind und die Großen überall verteilt, dann backt es etwas exakter. Nach 24 Stunden sind die schön trocken, die Struktur ist schön ersichtlich, sie sind auch so weißlich geworden, genauso müssen die aussehen. Haben wir jetzt die Kleinen noch in die Mitte getan, besser wäre natürlich separate Bleche für jede Größe. Dann noch ein wichtiger Punkt, Ofen sollte so zwischen 140 und 160 Grad sein, nicht zu heiß, sonst habe ich zu viel Ofentrieb und die Struktur ist wieder futsch. Zweiter wichtiger Punkt, kein Dampf im Ofen. Am besten irgendwas einklemmen, wenn du das kannst, ist manchmal bei den modernen Öfen etwas schwierig, weil dann reklamieren sie gerne. Bei mir 150 Grad Ober-Unterhitze schiebe ich die ein, schaue, dass der Dampf natürlich ganz raus ist und schließe und backe die schön durch. Die werden dann ein bisschen ein Füßchen bekommen und wir werden sehen, wenn wir jetzt verschiedene Größen auf dem Blech haben, ob das 10 bis 15 Minuten oder irgendwo so dauert. Nach 12 Minuten kommen die Springerle Annies Brötchen zum Ofen raus. Und guck mal, die haben jetzt schöne Füßlein bekommen, schön abgehoben. So ein Teller ist hochgekommen und das ist eben wichtig, dass die oben trocken sind. Dann sieht man die Struktur und der Trieb kommt dann von unten. Nicht ganz einfach mit dem Hirschhornsalz. Die einfachere Variante ist natürlich, das wegzulassen. Oder du kannst es auch reduzieren. Machst das erste Mal ohne, dann 0,1 Gramm, 0,2 Gramm, 0,3 Gramm, bis es für dich stimmt. Denn zum Essen sind sie so wirklich viel, viel besser, finde ich, da sie einfach etwas luftiger sind. Haltbarkeit in der Keksdose bis 4 Wochen, im Tiefkühler 2 Monate eingepackt, kein Problem. Wunderbar, jedes Detail sieht man, tipptopp. Nehme ich mal so ein Bärchen. Sie sind jetzt noch warm. Ja, guck mal, wie schön, dass die innen sind. Ist natürlich jetzt noch etwas weich und schlotzig, weil sie noch warm sind. Aber hier hast du die schöne Kruste und innen sind sie wunderschön weich und vor allem auch luftig mit dem Triebmittel. Eine hauchdünne
Kruste, die schön knackig ist und innen kommt dann auch schon das Anis-Aroma. Muss man mögen, klar. Aber ich persönlich finde immer, sonst schmeckt es nur nach Zucker, Mehl und Ei und so hast du noch eine Vielfalt, das ist etwas luftiger. Ein bisschen Kirsch, das ist natürlich zum Parfümieren mehr, dann merkst du nicht mehr groß raus, der schwenkt einfach so ein bisschen unterschwellig ein bisschen mit. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen, ob mit Triebmittel, ohne Triebmittel kannst du entscheiden. Wichtig ist sicher, lass die Dinge super gut antrocknen und back sie nicht zu heiß. Das sind die wichtigsten Punkte und beim Eindrücken im Teig nicht zu tief runterdrücken. Nur bis das Muster sichtbar ist, das wirst du aber sehr schnell merken, sonst klebt dir alles am Ausstecher. Ich verabschiede mich, Kommentar da lassen, willst du mehr so Rezepte? Ist es dir zu ausführlich erklärt? Spreche ich zu viel? Lass es mich wissen, Daumen hoch, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.